wenn dann aus dem Schiff die zwei Motoren rausgemacht wurden, zwei V8-Motoren, Köpfe runter, Kolben raus, zerlegen und so. Das habe ich im zweiten Lehrjahr gemacht. Cool. Weil ich einfach Spaß dann hatte. Und dann ging es zum Schluss darum, Ventile einstellen, was für eine Zündreihenfolge hatten der überhaupt? Waren zwei Benziner, ne? Was für eine Zündreihenfolge? Was für ein Benziner? GM waren das, glaube ich. Okay. Und dann waren wir am Rätsel und dann haben wir geguckt, wie die Kolben hochgehen und dann danach die Zündfolge geguckt und dann hat man irgendwo rausgefunden, habe ich noch einen angerufen, ja, das ist die Zündfolge. Oh. Hallo zusammen, heute wieder Neues aus der Werkstatt. Wir plaudern gerade über alte Zeiten. Ja, und das ist beim Jürgen ein bisschen mehr als bei mir. Ja, die paar Tage. Die 10 Jahre. Ja, 54, 64. Ja, weil er hat mir gerade erzählt davon, dass Aljoscha wieder einen Motor macht. Ja, dann können wir gerade mal gucken, oder? Ja, das ist mal wieder dieser Motor, wo wir, wo die Kolben erneuert werden. Ne? Das, weil die Kolbenringe da so ein bisschen Probleme haben. Genau, weil die verkochen und sowas. Und den Josch nimmt ihn jetzt hier komplett auseinander, den Motor. Und macht ihn wieder frisch. Ja, wird jetzt, also hat er alles zerlegt gestern und man kann mal gucken, was hier. Finger weg. Man kann ja mal. Eine Schraube oder sowas, ich kenne das. Na, nee. Oh ja. So. Ach ja, die gehört auch noch hier hin. Ach so, die hier, ne? Hab ein Schräubchen hier noch in der Tasche. Upp, da. Ja, viel schlimmer ist so am Schluss die Schraube hier oben reinwerfen, weißt du da? Ja, genau. Einmal starten. Tick. Ja, das ist so, das, was der Joscha gerne macht. Da kann man hier auch mal gucken, was hier für Verkokungen hat. Oh ja. Oh ja. Hat er auch schon? Oh ja. Hat er erst 120.000 gelaufen. Ja. Da gibt es ja diese veränderten Kolben gibt es ja da. Also, immerhin hat er 120 geschafft, ne? Warte mal ganz kurz, Josch, bleib ruhig dabei. Ist aber schon traurig, oder? So, da kann man sehen, die Verkokungen, die hier sind. So, und du musst das closen, ne? Mhm. No, dann kann man hier mit den Verkokungen sehen. Der Joscha sagt, der hat ja schon 120.000 Kilometer gelaufen. Immerhin, ne? Hat er geschafft bis dahin. Das sind auch nur 2 Liter auf 500 Kilometer, glaube ich. 2 Liter? Oder 2 Liter auf 1000, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall zu viel. Zu viel Ölverbrauch. Ja, mehr Öl als Kraftstoff. Ja, ja, fast. Ja, wir lachen darüber, aber eigentlich ist es ja erbärmlich. Wenn 120.000 Kilometer, der ist total verkokt. Das ist eine Motorrevision, oder? Ja, ja. Das ist nicht so üblich heutzutage. Also das war vor knapp 40 Jahren war das so. Da hat so ein Ding, wenn er 100.000 runter hatte, boah, schon so viel. Aber wir waren dann mittlerweile mal bei 400.000, 500.000 und jetzt sind wir wieder bei 150.000 bis 200.000 Zurück Kilometer. In die Zukunft. Ja, das ist doch wirklich so. Ja. Also der Hersteller hat jetzt auch so ein Urteil irgendwie. VW hat dann angegeben, so ein Motor, weil die ja so viel Strafzahlungen machen mussten oder die Autos zurücknehmen, so ein Motor hält ja nur 200.000 Kilometer. Hat VW angegeben. 200.000 haben die gesagt. Und hat das Gericht gesagt, nee, mindestens 350.000, um den Wert der Fahrzeuge zu steigern, damit die Leute mehr Erfindung bekommen. Ja, aber wie man das sieht, haben sie ja gar nicht mal so Unrecht. Also auf jeden Fall macht der Josch hier, der strahlt das Ganze, macht neue Kolben rein, nimmt wieder alles auseinander, haben wir ja schon mal. Sind ja die geänderten Kolben, ne? Mit den geänderten Kolbenringen und so weiter. Hast du doch da, ne? Ja. So, und, ohne fange ich nicht an. Und wie man hier sieht, was da so alles so drin ist, ne? So Wasserpumpenmodul, ne? Also mal, das ist für mich das Lustigste überhaupt, ne? Das ist eine Wasserpumpe mit so einem Mini-Zahnriemen. Ja. Da kann man den zeigen hier vorne, ja, genau. Mini-Zahnriemen angetrieben wird. Sitzt dann hier dran, so rum. Ja. Und wird dann hier über den Zahnriemen, der hier vorne über eine externe Welle, Ausgleichswelle hier vorne, über die drei Ketten, und der ist auch so gemacht, der Zahnriemen, dass er nicht von alleine runterfallen kann. Also ich kann den hier jetzt nicht so abnehmen, ne? Das geht nicht. Die Scheibe, die da drauf ist, diese hier, die verhindert, dass der kleine Zahnriemen davon runter kann. Bäh. Ja. Bäh. Bäh. Was für Schrauben? Haben wir eben drüber gesprochen. Wolltest du nur gesagt haben. Und der Papa verteilt die ganzen Schrauben hier. Wo war das undicht? Hier. Ah. Gibt es eine überholte Version, ne? Ja, eine neue Version gibt es. Genau, aus Aluminium. Das Gehäuse ist aus Aluminium, da ist sie nicht undicht. Die gehen immer wieder undicht, die Teile. Um das im eingebauten Zustand muss die ganze Ansaugbrücke runter, um da dran das zu kommen. Das ist so ein Hobby. Nicht. Du kannst auch von unten machen. Ja. Aber wenn du so einen Motor hast, der schon 100.000 gelaufen hat, lohnt es sich, die Ansaugbrücke abzunehmen, weil die Ventile musst du eh strahlen. Du kannst es auch von unten machen. Kannst auch von unten machen. Ja.
Und dafür gibt es einen Spezialschlüssel, ne, für dieses Ding. Ich gerne von unten. Yoshi, dafür gibt es einen Spezialschlüssel. Nö, ist Linksgewinde. Aber musst du mit. Aber es gibt so einen speziellen. Gibt's ja, du kannst auch den Starter rausschrauben und dann kannst du hier den Deckel rausmachen und dann kannst du da auch. Ja. Aber ich habe mir den Schlüssel dafür geholt. Du hast einen speziellen Schlüssel dafür, Jürgen? Es gibt einen speziellen Schlüssel dafür. Da können wir uns ja demnächst mal leihen. Ja, ha? Ja. Aber natürlich. Aber selbstverständlich. So, und hier ist das Getriebe, Doppelkupplungsgetriebe mit der Trockenkupplung. Ja, da ist die Kupplung drin. Mit, Jetzt über Kopf. Jetzt über Kopf, genau. Als Zuschauer müsste man doch jetzt eigentlich kotzen, oder? Muss auf dem Kopf stehen, damit er dann sieht. Ja. Ja, was eine Technik. Wo wir jetzt gerade hier stehen, wir haben hier die eine Bühne weggebaut, umgebaut und hier haben wir fette Fundamente gegossen. Könnt ihr mal sehen, haben wir selber gemacht und auch hinterher gegossen, haben wir auch selber gemacht. Reichlich Monierung drin. Alle Mitarbeiter dabei, das hier abgehangen, schaut euch einfach mal an. So, und jetzt ist das fertig und wenn das muss jetzt 3 Wochen, dauert das und dann kriegen wir hier eine geile 4-Tonnen-Bühne, die der Hans-Jürgen auch bei sich hat, da habe ich mich drin verliebt, die Bühne hab ich grad, die will ich auch haben. So, und dafür musst du aber das Fundament machen. So, guck mal, was macht der Valentin denn da noch bei dem Mercedes? Ah, Kompressor. Valentin macht hier einen neuen Kompressor rein. Das ist kein Kompressor, um die Leistung zu steigern bei so einem Auto, sondern das ist ein Kompressor für Klimaanlage. Ach, wir haben noch ein paar Pakete auszupacken. Guck, ja, mal. Ich habe das eben schon. So, Kompressor für Klimaanlage. Haben wir auch schon oft genug gezeigt. Was wir aber jetzt mal zeigen wollen, ist, wo der undicht ist. Da sieht man ja hier auch die Farbe, die hier oben drauf ist. Das so. Kontrastmittel, da wird erst Kontrastmittel durch, eingefüllt. Ich stehe Lampe durch, so, da wird ein Kontrastmittel eingefüllt und dann kann man sehen. Da, wo die undicht ist, die Klimaanlage, da kommt das Kontrastmittel raus. Wo war er undicht? Da, zwischen. Da zwischen Kupplung da. Und. Ja. Ja, genau. Dann schleudert er das überall raus. Genau, dann schleudert er das raus. Kann man schön sehen, Patrick. Mhm. So, das Rausschleudern kann man auch hier hinten sehen an der Motorabdeckung, die hier hinten drauf ist. Kommen wir wieder durch die UV-Lampe durch, UV-Brille durch. Da kann man sehen, wie das alles leuchtet. Ja. Ja. Da sieht man, dass das komplett verteilt ist. Das Fett, was da drauf ist, da muss irgendeiner mal was auf die Dings geschmiert haben, auf den Riemen geschmiert haben. Das ist nicht auf jeden Fall nicht von der Wahrscheinlich hat der Riemen mal gequietscht und dann sprühen die als erstes Spray da drauf, ne? Anti-Quietsch-Spray oder kein Riemen. Ja, also, ja, und das transportiert natürlich dann rum. Ist eine ziemlich doofe Arbeit da, weil es echt schwierig ist, das Ding auszubauen und ja. Aber auch das da kann man nichts mehr machen, das ist auch passiert. Und ist neu gebaut. Aber was kaputt, ist wir kaputt. Haben ohne Ende Post. Wir müssen jetzt einfach mal ein paar Sachen aus. Wir haben da drin noch so viele Pakete stehen. Was ist das? Ein Paket. Pack du aus. Oh! 2 Lüfter. DKMS. Ach, super. Ah ja, zu unserer Aktion, ne, gilt immer noch. Ein 10er, 20er wäre uns lieber. Und wir schicken dann auf jeden Fall eine Autogrammkarte zu. Mal wieder was zur Kategorie, wer zweimal kauft, kauft erst das oder so ähnlich. Nee, war genau richtig. Bei unserem Smart 4.2 2011 funktioniert häufig die Lüftung nicht, beziehungsweise der Lüftungsgebläsemotor startete nicht. Erst wenn über einen Fuckel, zum Beispiel ein Schlagloch gefahren ist oder mit dem Fuß einmal dagegen getreten hat, lief er an. Das heißt also, ich habe mich ins Auto reingesetzt, die Lüftung anmacht, er tritt mal gegen das Armaturenbrett und dann läuft der Lüfter. Ein neuer Motor der Marke Bär Erstausrüster sollte ca. 130 Euro bei einem großen Ersatzteilhändler kosten. Die gleiche Händler führte aber auch einen kompatiblen Motor von einem anderen Hersteller auf. Darunter von mir erworben der Firma andere. TYC für 67 Euro, okay. Für 67 Euro. Der Einbau war ein wenig fummelig, da die Halter alle etwas größer geraten sind im Millimeterbereich als bei dem Modell von Bär. Ja, können wir machen.
Die ersten zwei Tage nach dem Einbau funktionierte dieser recht gut. Mal abgesehen, dass er bei niedrigster Stufe schon deutlich schneller lief als der originale. Hm. Aber dann fingen die Geräuscheprobleme an. Das Teil quietscht und bummt wie wahnsinnig. Der Händler lehnte die Gewährleistung ab, da das Teil eingebaut wurde. Der Händler hat das abgelehnt, die Garantie, weil es eingebaut wurde. Das heißt also, ich kaufe das Teil, lege es mir zu Hause in den Schrank und baue es nicht ein. Und solange ich auch nicht benutze, passiert da auch nichts dran. Also das ist schon eine Frechheit, ist das. Ja, komische Auslegung von Gewährleistung. Ich habe mir für 60 Euro jetzt einen gebrauchten von meinem Verwerter besorgt, zeitgerechte Reparatur. Im Endeffekt hätte ich mir auch direkt einen neuen von Bär bestellen können. Ich schreibe das jetzt mal als Lehrgeld ab. Aber eine kleine Spende von DKMS. Vielen Dank für die Spende. Vielen, vielen Dank. Dann schauen wir, das ist jetzt der alte. Ne? Aber das ist doch... Pass auf, das ist kein Kurzschluss. Ich habe die Dinger da eingebaut. Ja, ich halte ihn ja so fest, dass er nicht wegfliegt. Da haben wir super Erfahrungen mitgemacht. Der läuft doch. Der läuft. Jetzt ist er richtig. Aber da musst du ab und zu mal gegentreten, bis er läuft, ne? Nee, bei dem. Nee, das ist der alte. Das ist der alte. Das siehst du, der ist gelaufen. Und das ist der neue hier. Ah, das ist der alte, wo man ab und zu ging. Wahrscheinlich durch die Erschütterung jetzt läuft er erstmal. Okay. Aber schön, kannst du nicht weiter laufen lassen, das ist angenehm. Ja, warte, lass uns mal gucken, was der hier kann. Ich halte ihn wieder fest. Plus, minus dran. Moment. Wenn der kurze Schluss, ja? Mach mal. Eine Richtung. Ja. Hier läuft aber, ne? Aber der soll quietschen. Wahrscheinlich, wenn er in Stufe 1 läuft. Können wir jetzt hier nicht. Ich habe nämlich eben mal dran gedreht. Warte mal. Eben als ich das erste Mal dran gedreht habe, hat er ganz kurz quiek gemacht. Warte mal, ich lass mal laufen. Aber Eiern tut der, guck mal. Ja. Und wieder Eier. Mhm. Kann man das sehen? Ich drehe den mal so, dass du das, so kannst du glaube ich besser sehen, dass er eiert, ne? Ja, da muss man eben immer entscheiden, ob man das, was man macht, ob man das macht oder nicht macht. Oder, ne? Naja. Guti, vielen Dank und vor allen Dingen vielen, vielen Dank für den Zehner. Das auch noch dazu und danke fürs Zusenden. Fühlen wir gut. Wir haben so viel Postpaket bekommen, dass wir heute einfach ein bisschen... Ach, Süßigkeit. Diese Post gefällt mir immer am besten. Lachen. Lachgummi, kann ich mal einfach nehmen? Ja, damit ein bisschen... Oh. Hier ist Julius, 9 Jahre alt, aus Essen. Mein Papa und ich gucken eure YouTube-Filme jeden Dienstag und Freitag mit sehr viel Begeisterung. Ihr gebt super Tipps und Tricks, die man sich aneignen kann. Wie zum Beispiel das Video mit dem verklemmten Gurt, wo ihr es mit Silikonöl eingesprüht habt. Und das hat mein Papa sehr gut gefreut und geholfen. Das hat er schon wieder alles den Trick verwendet. Super. Es hat an unserem Auto sehr gut funktioniert. Macht bitte weiter so. Wir finden euch super klasse. Etwas zum Durst löschen. Das hat der Papa bestimmt geschickt. Das ist der Julius drin. Zwei Autos müssten mal zur Inspektion. Über zwei Autogrammkarten würden wir uns riesig freuen. Kriegst du, Julius, auf jeden Fall. Mit einer Wippen drauf für deinen Papa und für dich. Schreiben wir dann gleich. Soll ich das hier im Karton drin lassen, besser? Ihr gebt mir das hier rein. Oder so, ja. Und das Bier nehmen wir sehr gerne und die Autos auch. Landbier. Ah, das haben wir schon mal gehabt. Das ist ein Münster. Ja. Da haben wir noch so ein 5-Liter-Dings gehabt. Ja. 4,8%. Lass die mal ruhig hier stehen. Vielen, vielen Dank, Julius. Und die Autogrammkarten schicken wir dir auf jeden Fall zu. So, was haben wir hier? Nee. Ich könnte langsam einen Laden aufmachen. Marco, vielen Dank. Weißt du, wie viel wir jetzt davon haben? Ich habe, glaube ich, keinen. Ja, weil ich dir immer wieder... Du hast keinen? Ja, ich schicke mir jetzt auch hier einen rein. Vielen Dank. Unglaublich. Und ich habe mich früher auf der Kirmes angestellt und die geschossen, ne? Brauche ich jetzt gar nicht mehr. Nee, genau. Wir können jetzt in so einen Kirmesladen aufmachen. Ich bin sonst immer zum Baumarkt gegangen und habe mir so einen geholt. Jetzt können wir eine Kirmes aufmachen.
ihr könnt euch an den Q5 erinnern, da warst du nicht da, da habe ich hier alleine gedreht. Ah, genau. Der stand hier vorne auf der Bühne, da wo der, mach doch nochmal so eine kleine, ganz kleine Rückblende. Da drücken jetzt einfach Nebel in die Anlage rein und dann können wir schauen, wo das gebrochen ist. Und da oben kann man sehen, da ist der über den Hubbel gefahren oder irgendwo gegengefahren. Das hat hier drunter geschlagen und da hat sich das Ding kaputt gebrochen. Das, da oben darf kein Nebel rauskommen. So, da war ja dieser Behälter komplett kaputt, also auseinandergebrochen. Den haben wir neu gemacht, alles eingebaut, Fehler gelöscht, Probe gefahren, alles gut. Kunde fährt, nach 150 Kilometer kommt er zurück und sagt, Kontrolllampe wieder an, zeigt wieder an, System undicht. So, und dann ist hier ist so ein, ein Membranschalter. Genau. Der arbeitet auf Unterdruck, oder? Genau, der arbeitet auf Unterdruck. Genau, der saugt und wenn der saugt, geht die Membrane hoch und drückt die auf diesen Schalter da. Genau, das ist, ja. Der guckt eben, ob genug Unterdruck, ob anliegt, Unterdruck da ist. Ob das System dicht ist oder ja. Nicht ist, ist, dicht ist und er meldet im Prinzip dem Steuergerät dicht oder nicht dicht, genug Unterdruck oder nicht genug Unterdruck und wenn der kaputt ist, dann zeigt er natürlich auch einen Fehler an, aber nicht der links ist kaputt. Wir haben ja gedacht, das wäre eine Reklamation. Wir haben gedacht, mein Scheibengleis, aber das war ja eindeutig. Was kaputt ist, ist hier diese Membrane. Und guck mal da. Ja, da ist die gerissen. Dann kann der natürlich nicht mehr ansaugen. Wenn ja. Die Membrane gerissen ist, geht die nicht mehr hoch. Dann tätigt den Schalter nicht mehr. Genau. Und das Steuergerät weiß es gar nicht, dass das Ding kaputt ist. Und das Teil haben wir natürlich nicht neu gemacht, weil ja. Das ist... war nicht eine Einheit, das Ding war extra, aber ja. Das bricht man ja auch nicht auf. Er musste ja jetzt hier mit Gewalt aufbrechen. Warum gucken, auch? Was das Ding hat. Ja. Für uns war ja klar, weil der ist irgendwo ja. Gegengefahren, das ganze Ding ist aufgebrochen. Ja. So, und für uns war klar, das ist nur das Teil und nicht mehr. So, und jetzt kamen wir wieder und wir haben gesagt, ach Mensch, Reklamation, haben wir wieder auseinandergebracht, haben gesagt, das kann eigentlich nur da sein, weil das System soweit dicht war, haben da nochmal Nebel drauf gegeben ja. Und dann kann das oben am, im Radkasten an den Filter raus. Und dieser Filter wird hier mal rüber belüftet. Und dann haben wir gedacht, ja. Okay, kann ja nur sein, hat der Robin diagnostiziert. Das Ding aufgemacht und gesehen, dass es gerissen ist. Ja. Ja, das ist dann doof, aber so ist es. Wir sind ja jetzt hier nicht, machen ja nicht immer alles direkt neu, wie alle anderen, nicht alle anderen, aber so manche andere Vertragswerkstätten hätten das vielleicht direkt mit neu gemacht, weiß ich jetzt nicht. So ist es. Das Teil kommt jetzt neu rein und dann wird der Fall. Aber so ist es manchmal. Ja. Du reparierst und versuchst so zeitgerecht wie möglich zu reparieren und mit so wenig Material. Das machst du nicht an Umschlag und machst alles neu. Ja. So ist es. Gut, schauen wir nach dem nächsten Auto. Ja, klar. Warum haben wir denn einen Amerikaner hier? Amerikaner? Mustang? Ach ja, es gibt Amerikaner und es gibt Berliner, ne? Oder Hamburger. Oder Hamburger. Telefon. Oh, Firma. Mustang, 5 Liter Motor. Warum machen wir amerikanische Autos? Es geht nur darum, dass wir den einmal absmoken. Da hat sich der Kunde drum gebeten. Ich habe ganz klar gesagt, dass wir normalerweise die Amerikaner nicht machen. Aber ja. Er hat ein Leerlaufproblem, wo diverse Sachen schon lange gemacht worden sind. Ah, okay, und dann kommt er wegen dem Smoking hier rein. Wegen dem Smoking kommt er jetzt hier rein. Okay, also amerikanische Autos reparieren wir nicht, haben wir nicht die Software für und. Aber er kommt jetzt extra hier hin, um das abzunebeln, das System. Weil wir hier den Smoker haben, dann gibt es wohl nicht so viele Werkstätten, die das haben. Ich kenne außer uns gar keinen, der das hat. So, also jetzt drückt der Pino da Nebel rein. Nebel drauf und dann können wir gucken, weil der hat einen unruhigen Leerlauf. Dann kann es sein, dass er irgendwo Fremdluft zieht. Und dass es dadurch eben zu Motorschwankungen oder zu Leerlaufschwankungen kommt. Weil wenn der hier im Ansaugsystem irgendwo Nebenluft zieht, dann kann es der, was hat der, Saugrohrdrucksensor wahrscheinlich, ne? Ja, hat einen Saugrohrdrucksensor. Der kann das nicht feststellen. Und ein Luftmassmesser. Ja, kurz auch und ein Luftmassmesser? Ja. Wow. So, die können das nicht feststellen, wo die Undichtheit ist und gleichen das bis zu einem gewissen Maß aus. Also, haben wir ja jetzt gesehen, die ganze Ansaugbrücke ist auf jeden Fall voll mit Nebel. Da kommt jetzt raus der Nebel. Das Ganze aber es kommt trotzdem irgendwo raus, ne? Ja, und er hat jetzt vermutet, dass es irgendwo Nebel rauskommt. Aufsteigen irgendwo, wenn da so viel ist. Ach das so. Ist auf jeden Fall die sicherste Methode, die absolut sicherste Methode zu gucken, ob er irgendwo undicht ist. Wenn er jetzt noch Turboleitungen hätte, dann müsste man die Turboleitung extra abdrücken, weil die manchmal da so Sperren drin haben, ganz seltsam. Aber viele gehen dahin und sprühen Bremsen rein hier drauf.
Da kommst du aber auch nur auf bestimmte Stellen und es ist hochgefährlich, weil der Bremsrein ja sich an irgendeinem heißen Teil entzünden kann und dann geht's wupp. Und eine Funke kommt daneben und dann. Da sprechen zwei Männer aus Erfahrung. Na, Pino. Da macht's wupp. Da sind wir auch schon mal nach zum Feuerlöscher gelaufen und jetzt haben wir seit Jahren dieses System und damit ist alles safe. Ja, ist auf jeden Fall nichts zu sehen. Da hat er kein Problem. Das ist alles dicht, da hat er kein Problem. Also kann man das auf jeden Fall ausschließen. Und das ist wirklich die einfachste und schnellste Methode, eine Ansaugbrücke, also ich finde, ein Ansaugsystem zu überprüfen. Weißt du, was der hier mitmachen könnte? Nee. Guck mal, das ist doch ein Mustang, ne? Hm? Der gehört auf die Weide. Ja. Der sollte ihn auf die Weide stellen. Ja, und dann ein paar Blumen reinpflanzen. Nee, das ist eine Einstellungssache, so ein Auto. Ich meine, steht auch drauf, guck mal. 5W20 bei Greta. 5 Liter bei Greta. Greta Thunberg, magst du Autos? Ja, ja, die mag die ganz besonders. Mhm. Ja. Ja. Werner? Nein. Was machst du? Nein? Ich verrate nichts. Hab ich mir gedacht. Verrät nichts. Du willst dein Ganzes ein bisschen mitnehmen. Ja. Jetzt wollte ich mal was von dir erfahren, sagt mir nichts. Ja. Und sonst so? Super. Ja. Ich habe noch ein Jahr und ein paar Tage. Wie viele Tage noch? Na, ich hoffe, du hast noch ein bisschen länger. Nee. Du brauchst nur noch ein Jahr und ein paar Tage arbeiten. Ja, ja. Irgendwann musst du mit Maßband anfangen. Ne? Ja, ab nächstes Jahr im Januar. Am 1. Januar mache ich Maßband. Sehr cool. Noch ein Jahr ist er bei uns. Du kannst auch Verlängerung haben, ne? Nee. 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 Wie viele Jahre bist du jetzt hier? 15. Immer. Die letzten 15 Jahre reichen. Wird mir auch reichen. Hau da. Oh, Werner, ja, hau da ab. Ja, mach da. Mach da direkt. Gut, wir schauen mal, was hier weitergeht. Ne? Ja. Ja, Münsterländer. Ich habe aber 4,8%. Und da zieht uns das Tüchchen aus. Ne? 4,8, das hat unser Kölsch auch. 4,8%? Mhm. Nee, 4,8 hat das Kölsch nicht. 4,8? Echt? Ja. Nee, also weniger. 4,8 Umdrehung. Auf jeden Fall, ich wollte eigentlich noch ein bisschen weiterarbeiten. Der Jürgen meinte, wenn wir schon so ein Angebot haben und das Wetter spricht ja auch so ein bisschen für Biergarten. Das Wetter spricht für Bände. Und es ist ja hier so unser Biergarten. Ich finde, das sieht ja auch aus wie ein Garten, so ein Kfz-Lergarten. Ja, guck mal, hier wachsen Reifen. Ah ja, guck mal, da ist auch noch die Rutsche von der Betonrutsche. Die Betonrutsche, die wir gebaut haben. Habt ihr die gebaut extra? Ja, was haben wir gebaut, klar. Dann cool, drei Dielen und dann... Ja, und dann waren wir 10 Meter und konnten wir von dem Wagen rein. Ja, ihr Lieben, wir machen jetzt schön lecker Feierabend. Ja. Wecker. Oh. Chaka, chaka. Oh, muss ich aufpassen. Lass uns das Bierchen trinken und genießen den Nachmittag. Und dann mal anstoßen, ne? Ja. Prost, mein Freund. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen rauf. Also wir arbeiten jetzt nicht mehr, nicht als irgendwie relativ trinken während der Arbeitszeit Alkohol. Nee, das nein. Machen wir nie. Nur vorher und nachher. Nur vorher und nachher. das ist lecker. Das ist ja sehr lecker. Ja. Daumen rauf, wenn es euch gefallen hat. Und abonnieren. Ja, auch schön. Abonnieren ist auch cool, weil dann... Kostet euch nichts. Kostet nichts und wir können sehen, wie es weitergeht, ob das alles gemacht ist. Also, Kommentare sind auch nett, finde ich gut. Ja. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Macht nichts über Alkohol, bringt nichts. Prost. Nee, Alkohol ist... Hilft uns auch nicht weiter. Nee, hilft uns nicht weiter. Das ist echt lecker. Mhm.